Guten Tag alle miteinander, hier ist wieder GBF Arcade Heilmeister mit dem Let's Play von Might & Magic 3 Isles of Terror und beim letzten Mal waren wir gerade auf dem Weg nach hier Wilderbar, also der Stadt im Grunde genommen von König Chaos oder König Tumult, wie auch genannt wird. So wie Zier Lord König Recht ist, ist er König Chaos. Magiezone. Irre begrenzen. Ringe gehören uns. Ah, die Nazgul. Oh, eine Schatztruhe. Guck mal, was wir alles übersehen haben beim letzten Mal. Das können wir jetzt aufholen. Herr Klaub, geben Sie sich die Ehre und finden ein paar nette Gegenstände. Hoffe ich. Stahlrobe. Bernsteinarmbrust. Segenskettenpanzer. Okay, und ein Silberspeer. Ich glaube, das ist gut für unseren Crackmeister hier. Eigentlich nicht die Droge Crack, sondern hier Le Hack. Und ich nenne ihn mal Craig. Von Le Craig oder. Nee, von Sir Craig. Aus, der die Originalgrafik hat. Am Anfang eigentlich. Und, ja. Nun gut, das wäre was für ihn, weil er kann Speer tragen. Segenskettenpanzer könnte vielleicht was für unseren. Aber hier, der hat einen kraftvollen Silberstärke-Ringpanzer. Ja, Kettenpanzer ist ja besser als ein Ringpanzer, allerdings, ja gut, ich glaube, das ist nicht so viel. Segen, da können wir vielleicht Segen mal sprechen oder so, aber ne. Stahlrobe. Stahlrobe ist schon besser. Ich glaube, der könnte Gnoblo jetzt mal langsam vertragen. Wie sieht es denn mit ihm aus in seinem Ledermantel? Okay, der kann weg. Der Ledermantel kann weg, da können wir das ablegen. Und die Stahlrobe anziehen, dann ist er auf 20 und jawohl. Einziger Glaube ist da noch ein bisschen under-equipped, wie man sagen würde. Lapis Langbogen und Bernstein Armbrust. Die Bernstein Armbrust müsste besser sein, ja. Aber wir haben ja sowieso noch normale Armbrüste, die können wir dann dagegen austauschen. Also haben wir da kein Problem. Bis jetzt. Und Fernkampfwaffen sind sowieso nicht so wichtig im Spiel. Wir haben die jetzt zwar schon ein paar Mal eingesetzt, allerdings, ja, ist nicht so relevant. Ist der Nahkampf viel wichtiger oder wird wichtiger. Und die Zaubersprüche natürlich, die bleiben nach wie vor wichtig. Die verlieren ihre Wichtigkeit nicht wirklich. So, Bronzeknüppel, das ist Mist. Jetzt aber Silberspeer, was kannst du? 5 bis 13. Gegen... 5 bis 13... Ja, dieser macht vor allen Dingen Säureschaden, aber trotzdem, ich glaube, der Silberspeer ist besser. Würde ich jetzt sagen. Ja, ich mach das mal so. Dann habe ich ein bisschen bessere Übersicht, wann ich was Gegenstände austauschen muss. Tatsächlich ist es ja so, dass ich ganz klar weiß, wenn Silber, wenn da was Besseres kommt, zum Beispiel Bernstein oder, Bernstein oder Ebenholz oder Stahl oder Quarz oder Gold, oder was dann auch alles kommt, dann kann ich das sehr schnell vergleichen. Wenn ich allerdings hauptsächlich Gegenstände dabei habe, die irgendwie ungesund sind oder halt diese Statuseffekte haben, dann ist es schon schwieriger, dann das zu vergleichen. Und da identifizieren immer wieder Geld kostet, tendiere ich dann immer dazu, lieber diese eindeutigen Sachen anzulegen. Weil dann kann ich, wenn ich jetzt hier eine andere Waffe finde, die jetzt hier... Aus einem höherwertigen Material ist, dann muss ich gar nicht drüber nachdenken, dass ich das austausche. Dann mache ich das einfach. Das ist meine Denke dahinter. Ich bin ein bisschen faul, was das angeht. Plus 6 und Segen. Okay. Und dieser hat plus 7. Okay, das ist ein No-Brainer. Das ist verkauft. Und Funkenstock. Ja, ich glaube, den brauchen wir auch nicht mehr wirklich. Weg damit. Das müllt mir nur mein Inventar voll. So, die Armbrust kann weg hier. Und dann würde ich sagen, eine neue Waffe für unseren Barbaren. Es gibt nicht viele, die Barbaren, gibt nicht viele Waffen, die Barbaren tragen können. Tatsächlich. Bizarrerweise möchte man fast meinen. Denn vor allem mit Schwertern tun sie sich sehr schwer. Ich glaube, die können gar kein Schwert tragen. Und hier sind noch ein paar Mantis aufgetaucht. Neu. Ein paar Spinnen werden auch wieder dazugekommen sein. Denn so war das eigentlich bisher immer. Oder auch nicht. Ja, wie gesagt, wir haben zwar das Spinnennest vernichtet.
Allerdings hat das nichts zu bedeuten, denn das Spiel interessiert sich nicht dafür, sondern lässt die Spinnen einfach trotzdem weiter auftauchen. Vielleicht, das wäre meine einzige Erklärung, die halbwegs Sinn macht, wegen der Spinnenhöhle. Es wäre ja merkwürdig, eine Spinnenhöhle zu haben, in der keine Spinnen drumherum laufen, aber die laufen ja in der Höhle rum, also von daher, wir sind vergiftet worden. Unangenehm. So, wie spät ist das jetzt? 2 Uhr irgendwas. Gut. Es geht darum, falls wir doch die Spinnenhöhle anfänglich erkunden wollen, dann müssten wir uns ja magisch Widerstand gegen Gift holen. Problem ist ja bloß, das geht weg um 5 Uhr morgens. Deshalb gehen wir da jetzt noch nicht rein, weil dann gehe ich in die Höhle und dann sofort ist dann quasi der Zauber vergangen. Und hier sind die Kristallberge. Und über die gibt es eigentlich auch was zu sagen. Wir sind nämlich in B4. Einst wurde diese Region von einer üblen Bande Oger zerstört, die vom Heuschreckenhain aus operierten. Ja. Aber sie wurden von König Chaos vertrieben. Jetzt gibt es nur noch Insekten, die den Erforschern der südlichen Region zu schaffen machen. Zerstört ihre Nester und vertreibt sie. Oh, ein direkter Befehl von Korak. Auch mal selten. Ich dachte, das ist nur ein Forscher und wir lesen hier seine Aufzeichnungen, aber anscheinend hat er auch schon ein paar Befehle integriert. Und wir haben wieder Berge. Ich will wieder Berge sehen, Gandalf. Bilbo. So. Schnell die Mantis aus dem Weg räumen, damit sie sich vergiften können. Käfer sind dann nicht mehr so wild. Das sind irgendwie leichte Gegner. So. Irre begrenzen. Ich glaube, das werde ich jetzt den ganzen Let's Play über sagen. Gehen wir mal irre begrenzen. Oh. Eine gefährlich aussehende Hütte mit aus dicken, dornigen Ästen der Bäume der Umgebung. Hineingehen? Ja, gleich. Der Boden der Hütte ist mit glühenden und wabernden Mantislarven bedeckt. Gewimmel vernichten. Ja, klar. Ein magenumdrehender Matsch spritzt aus den Larven, als ihr sie auf dem Boden zerstampft. Wunderschön. 25.000 Erfahrungspunkte. War sonst nichts weiter, aber das hätte ich auch nicht erwartet. Wir haben bloß ein paar Mantislarven zerquetscht. Bäh. Wunderschön eklig. Ja, trotz der comic-gleichen Grafik ist es recht brutal. Und hier ist eine Nische in der Seite des Berges. Durchsuchen wir und finden einen Gürtel. Ein Lapis-Gürtel. Das ist schon mal qualitativ etwas höherwertiger. Ich bin mal versucht. Denn es gibt nördlich von Wilderbar im Grunde genommen. Kann ich auf der Karte hier vielleicht schon andeuten. Das ist dann hier in dem Bereich jenseits des Flusses wieder. Aber dann im anderen Bereich, da ist ja der Schreierwald, gibt es die Artefaktberge sozusagen. Und da gibt es mehrere kleine Ecken, wo man Artefakte finden kann. Also Gegenstände, die von höherer Qualität sind. Das hier sind eigentlich nicht die Artefaktberge, sondern die Kristallberge. Also, das ist ein bisschen schwierig. Oder wir probieren es einfach aus und finden jetzt nochmal einen Speer. Wahrscheinlich ein Bronzespeer, okay. Okay, das sind definitiv keine hochwertigen Gegenstände dann. Da haben wir dann Glück mit dem Lapisgürtel. Und wieder mal hätte ich einfach das Geschenk annehmen sollen. Rapid Plattenpanzer. Okay, das wird ein Plattenpanzer sein, der unsere Geschwindigkeit erhöht. Von Rapid, von Rasant. Und Polsterrüstung. Oh, eine Stahlpolsterrüstung. Das ist doch was für unsere Zauberin. 24. Auf 28, also um 4 ganze Punkte gestiegen. Sehr gut. Die Polsterrüstung können wir wegschmeißen dann. Sehr schön. Das hat sich gelohnt, würde ich sagen. So, nach und nach kriegen wir uns Ausrüstung zusammen. Und hier ist noch eine Nische. Ein paar No-Bags. Oh no! Ein Medaillon. Aus Eisen. Eisen ist gar nicht mal so schlecht. Im Grunde genommen mehr so gut wie Kristall und ja, Koralle. Goldring. Wow, das ist gut. Goldring ist gut. Goldring ist gut. Gold ist, ich glaube, das ist unser erster Goldgegenstand, den wir haben. Und ist um 2 Punkte tatsächlich immer noch besser als hier Stahl. Also von daher
Nehmen wir auf jeden Fall mit. Wem geben wir es? Ich glaube, Herr Klaub könnte ein bisschen Upgrade vertragen. 16 auf 22, also ganze 6 Punkte gestiegen. Irre. So ein Goldring. Ja, und mit Obsidian, das ist sowieso der Oberknaller. Das, da ist ein Obsidian-Gegenstand schon so viel wert, im Grunde fast wie die Rüstungsklasse von denen insgesamt jetzt. Also nur mal um die, das Verhältnis zu anzudeuten, dezent. Tumulsheim. Ja. Aber bevor wir uns Tumul stellen, müssen wir jetzt noch diese Effigen hier beseitigen. Denn hoch über dem Schloss wird das Banner des Roten Grals, Schloss Bloodrain, betreten. Eine Wache ruft von der Schlossmauer, nur Kreuzritter dürfen dieses Schloss betreten. Ja, und das ist auch wieder so das zweite Schloss im Grunde genommen, das wir ja, finden. Das gehört dem neutralen König. White Shield gehört dem Guten und Bloodrain gehört dem Neutralen, also dem Chaos-Typen. Und da gibt es noch Dragon Tooth oder Drachenzahn. Bloodrain Nord, Wilderbar Ost. Also, auf nach Osten. Ein paar Insekten im Weg. Und Gebirge. Wie stark ist denn unsere Vergiftung? Minus 8 ist das schon. Ich denke, wir könnten mal Gift unter Drücken einsetzen. Das ist auf minus 5. Machen wir es nochmal. Minus 2. Bei Lahak machen wir es auch nochmal. So ganz weg kriegt man den Status nie, aber der Effekt ist zumindest für die Dauer. Für eine kurze Dauer unterdrückt einfach, ja. So sagt man das. Da muss ich aufpassen. Hier ist der Grenzbereich. Ah, hier ist wieder eine Nische. Hinter Bloodrain. Da ist Bloodrain. Ein Hammer. Und 10.000 Gold. Wow. Ein... Entschuldigung, das ist... Wow. Okay, einen Hammer will ich aber nicht haben. Wenn ich was aus Obsidian kriege, dann möchte ich, dass es auch was Tolles ist. Ein Goldschild, ja, okay, jetzt. Ja. Selbst bei diesen Level 6 Schatztruhen oder Nischen wie hier, ist es so, dass man. Die wahrscheinlich. Oh, Smaragdkettenpanzer ist auch nicht schlecht. Aber es gibt die Wahrscheinlichkeit sozusagen, man kriegt, glaube ich, nichts schlechter als Gold. Gerade eben haben wir gesagt, Gold wäre das Beste, was wir bis jetzt gefunden haben. Und jetzt stellt sich heraus, Gold ist quasi das Schlechteste, was man kriegen kann, wenn man bei diesen Level 6 Truhen oder in Nischen oder was auch immer sucht. Also geringer als Gold geht da eigentlich nicht. Also wäre mir zumindest nicht bekannt. Also da ist nichts aus Stahl oder Quarz oder Ebenholz oder sowas. Oder aus Perlen. Sondern Gold ist das Minimum. Und dann geht es höher Platinum, Rubin, Smaragd, Saphir, Diamant. Und dann kommt Obsidian. Deshalb habe ich gerade. Ist mein Gehirn gerade eingefroren, kurz, weil. Obsidian. Verdoppelungskiste. Okay, das ist natürlich auch ein Zauberspruch, mit dem wir unsere Gegenstände verdoppeln könnten. Zum Beispiel den Goldring könnten wir mehrfach verdoppeln. Also, das wäre auch eine Idee. Aber wir kriegen den Spruch, glaube ich, auch schon bald, glaube ich. Zumindest, oder? Oder? Können Sie sich hinziehen. Aber trotzdem, Obsidian. Dann will ich auch Obsidian haben. Lodernder Umhang. Nee, das will ich auf keinen Fall. Das schützt mich ja bloß ein bisschen vor Feuer. Wie ich denn mit so einem Krempel. Ich will das spektakulärste Obsidian-Zeug, was es gibt. Auch kein Smaragd-Kettenpanzer. Das hier scheint doch schon die Artefaktberge zu sein. Ein Snap. Erweckenstab. Ich hoffe, das ist nicht einfach nur Aufwecken, sondern tatsächlich ein, der uns... Rubin-Langschwert. Ja. Ein, der uns von den von Auslöschungen rettet. Ein Smaragd-Kurzbogen. Ja, das ist schon wieder Müll. Ganz ehrlich, das Spiel hätte mich jetzt nicht teasern sollen mit der Wahrscheinlichkeit, dass ich hier Obsidian-Gegenstände finde. Weil gerade am Anfang ist das eine zu große Verlockung für mich. Das macht einen großen Unterschied aus. Goldplattenrüstung.
Ist natürlich auch schön. Aber wenn ich die Option hätte, auch eine Obsidian-Plattenrüstung zu finden, dann... Eieiei. Größeren Unterschied gibt's was gar nicht. In dieser Welt. Platinmesser. Platin ist das letzte normale Metall sozusagen. Danach kommen die ganzen Edelsteine. Angefangen mit Rubin. Und Goldsäbel. Und das ist auch das letzte Material, glaube ich, das man überhaupt verdoppeln kann. Mit dem Zauberspruch verdoppeln. Zumindest ist es mir nie geglückt, irgendwas Rubin oder Saphir oder Smaragd oder Diamant oder auch kein Obsidian natürlich zu verdoppeln. Das klappt nicht. Und entgegen meiner vorherigen Information, dass Gegenstände beim Verdoppeln zerstört werden können, passiert das nie. Also muss man sich da keine Sorgen machen. Das ist wieder eine kleine Fehlinformation vom Spiel. So getreu dem Motto, verdoppeln, nicht übertreiben. Es könnte schlimm enden, aber leider haben sie es nicht richtig reinprogrammiert, sodass es quasi eine leere Drohung ist. Das ist quasi wie so ein Pokerface, was die Programmierer da aufsetzen. Ja, du könntest deinen wichtigsten Gegenstand auch verlieren. Ja, natürlich. Ja, sicher. Ach, machst du trotzdem? Ja, ist ja deine Schuld. Ist ja dein Problem. Ich helfe dir nicht. Und dann überlegt man es sich schon zweimal. Eine richtig kleine Drohung. So läuft das in der Welt. Klassische Verhandlungsmethoden. Okay, was auch immer Obsidian ich jetzt hier rauskriege, nehme ich an, was auch immer es ist. Aber ein Obsidian muss ich kriegen. Das mag manchem kindisch vorkommen, und das stimmt auch. Das ist ein Spieler-Kurzschwert. Aber das ist halt meine Magic. Und so spiele ich das. Weil ich kein Freund bin, aber das müsste eigentlich inzwischen bekannt sein, kein Freund bin von Zufallsereignissen oder glücksabhängigen Dingen, aber selbst in einem Spiel sozusagen das Feuerprügelmünze, wow, das Glück als Statuswert tatsächlich im Spiel hat eigentlich. Ne? So viel Glück kann ich denn nicht haben, wenn ich hier jetzt bloß noch Platin-Kettenpanzer kriege. Das ist auch schon das besser als was wir alles haben derzeit. Aber ich sag mal so, wenn wir schon was Besseres finden können, dann können wir was richtig Besseres finden. Ah, ich weiß, ich wiederhole mich. Ich suche nur Ausreden, ständig wieder auf Laden zu klicken. Nee. Ich glaube, bei den anderen mache ich das nicht so häufig, aber das hier ist nur eine Sache, da verbeiße ich mich jetzt drin. Und gleich ist es Obsidian. Juwel, wobei das wäre schon mal, das wäre auch ziemlich geil, ehrlich gesagt. Platin-Juwel, weil das können unsere Zauberer oder diejenigen, die kein Schild tragen können, in die rechte Hand annehmen. Oder die linke Hand in dem Fall. Das sind ja alle anscheinend Rechtshänder. Ein Ring, ein Smaragdring. Ach, ja. Würde ich eigentlich auch schon fast akzeptieren. Denn es ist auch schon ziemlich gut, Smaragd. Obsidian-Gürtel. So, jetzt alle mal festhalten. Jetzt brechen wir quasi durch die Decke. Wem drücke ich das jetzt in die Hand? Wem drücke ich sowas in die Hand? Das kann jeder tragen, das ist das Geniale daran. Okay, 32. Und 52 plus 20. Plus 20 Rüstwert. So. Und ja. Kann sich ungefähr vorstellen, wenn man so ein Sortiment damit hat und gibt es vor allen Dingen im Normalfall keinen Rüstungsschutz. Das ist nur durch das Material bedingt. Jeder Obsidian-Gegenstand gibt automatisch plus 20 auf Verteidigung. So, wenn wir ein ganzes Sortiment daraus haben, dann kann man sich ungefähr ausmalen, was das für unsere Werte bedeutet. Das sind dann Rüstungswerte von so um die 200. Ja, also macht einen riesen Unterschied. So. Speichern. Traximus ist jetzt unser gepanzerter Kerl, zumindest für eine ganze Weile. Und die Gegner, denen wir jetzt noch begegnen. Tumulzheim. Und das hier sind die Artefaktberge. Ich meine, da müsste auch irgendwo ein Schild sein. Autsch. Warnung, Angeln verboten. Mal wieder. Müsste auch irgendwo ein Schild sein, wo das dabei steht, dass es hier Artefakte gibt. Eigentlich wollte ich nach Wilderbar. Und Wilderbar ist schon in greifbarer Nähe. Da liegt hier direkt im Süden.
Wir müssen uns aber erstmal durch ein paar Gegner kämpfen. Zumindest würde das, ist das meine persönliche Empfehlung. Erfahrungspunkte zu sammeln. Und die Vergiftung wird schon wieder schlimmer. Das heißt, wir müssen uns ein paar Mal unterdrücken. Damit wir den Heiler erstmal sparen. Oh, hier ist noch eine Nische. Genau, das sind die Artefaktberge. So, ich werde jetzt gucken. Ein Amulett. Dynamisches Amulett. Hm. Ich weiß, dass dynamisch eigentlich gar nicht schlecht war. Zumindest von den verändernden Werten, aber ich weiß nicht mehr genau, wofür das gut war. Obsidian-Schild. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, hier. Bernsteinschild kann abgelegt werden. Also 52. Steigern auf 69. Eieiei. Ja. Also auch wieder 20 dazu gewonnen. So, den Bernsteinschild, ja, wenn wir den haben. Das ist besser als ein Silberschild, ja, um 1. Unser Dieb kann das Ding kriegen. Der hat nämlich nur einen normalen Schild hier. So, also vollfüllige Pille-Palle. Wie der Experte sagt. Jetzt haben wir Traximus wirklich ausgestattet. Ich habe fast versucht, hier dann den Gül an Lag zu geben. Weil der ist sonst ein bisschen unterbesetzt. Dann haben wir es ein bisschen besser aufgeteilt. Weil die Gegner treffen ja meist nicht, es sei denn, sie haben Hass auf Ritter, aber das hat eigentlich keiner. Keiner hasst Ritter. Die hassen nur Druiden und Kleriker und Zauberer. Ja. Und dementsprechend verteile ich das lieber auf alle. Eine Kette. Obsidian-Kette. Wunderschön. Ich, auf einmal ist der Bann gebrochen. So, ich glaube, hier unser Kleriker sollte das kriegen. Dann ist er auf 40. Wow. Der ist erstmal eine ganze Weile versorgt. Und gerade auf diesem Level sozusagen ist das ein Riesenbonus. Ich meine, hier müsste noch irgendwas sein. Ja, hier ist nochmal. Das ist richtig eine kleine, ein kleines Geschenk. Exakte Plattenrüstung. Okay, das ist nicht das, was ich mir gewünscht habe. Das ist schon fast ein Game... Ja, Gamebreaker ist es nicht, aber ganz ehrlich, dieses Spiel hat so viele Gamebreaker drin eigentlich und ist... So wie ich spiele ja eigentlich noch schon normal, verglichen mit anderen Leuten, die dann hier quasi die schnellsten Routen und die schnellsten Wege finden und das quasi in einem Jahr durchspielen. Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist. Aber wahrscheinlich ist es das. Man muss sich nur irgendwie schnellstmöglichst Teleporter-Zauber besorgen und etherisieren und dann geht alles. Aber ja, das Spiel ist sehr, ich sag mal, Gegner, die einem am Anfang sehr zu schaffen gemacht haben, werden dann irgendwann zu absoluten Gegnern, die man mit einem Klick quasi beseitigt, die eigentlich nur im Weg rumstehen. Und das ist die Art von My the Magic, aber das ist, glaube ich, bei jedem dieser Teile so. Und das ist auch das Schöne daran, das ist ja auch das, was ich an Gothic mag, dass man als kleiner Popel anfängt, der von Morads davonrennen muss und dann irgendwann sind die... Denkt man sich, ach, was nervig. Na gut, die Erfahrungspunkte nehme ich noch mit. Obsidian Bakasashi. Okay, das wäre gut. Na gut, es ist gut. Okay, es ist gut. Was haben wir denn? Ebenholz Langschwert. Okay, das ist nicht mehr so. Die Laube. Der Barbar kann keinen Säbel anlegen. Nee, er kann nicht mit Hiebwaffen umgehen. Mit einhändigen Hiebwaffen. Da wird er so blöd. Eben uns Langschwert lege ich dann ab. Und statisch Stahlsäbel lege ich an. Denn wir haben jetzt hier für Traximus ein Hoch auf den Ritter, der alle Waffen schwingen kann, ein Bakasashi besorgt. Und das ist eigentlich fast schon Wurst, was für eine Waffe er in die Hand kriegt, weil Obsidian-Waffen sind einfach so weit überlegen. Jedes Obsidian-Messer ist besser als ein Diamant, was das nächst schlechtere wäre, als ein Diamant-Breitschwert oder sowas. Was eigentlich das beste Obsidian, die beste Obsidian-Waffe wäre, aber guckt euch das mal an. Ein Treffer tot. So. Oder mehrere Attacken. So. Bam, weg. Weg ist der Mantis. Mit Obsidian-Waffe bist du so übermächtig und Artefaktort, da steht es ja. Das betrifft hier diese Berge vor allen Dingen. Traximus ist natürlich gleich vergiftet worden, jetzt macht er dicke Backen. Aber hey, dafür dann Obsidian Wakasashi. Und da haben wir Gegner, die zum ersten Mal hassen. Und zwar hassen sie Zauberer. Das sind die Bugaboos und sie haben
Oh Gott, ja. Ja, schön, dass Traximus so stark ist. Das viel größere Problem ist jetzt. Wie kommen wir jetzt wieder raus? Das sind Gegner, die greifen hauptsächlich. Die haben Hass auf einen Gegner, und zwar den Zauberer. Das heißt, wir sollten diesen, ja, vielleicht nicht so heilen. Gut hat überlebt. Ich glaube, das liegt auch an der Anzahl unserer Attacken. Wir haben keine Heilung mehr. Haben wir denn Gegenstände? Eine Heilungsmünze, ja. Hat aber nicht viel gebracht. Oh, das Wakasashi ist auch nicht so effektiv gegen den Ghoul. Ich glaube, ich sollte Untote abwenden einsetzen. Wenn ich dazu komme. Das sieht nicht gut aus. Wir müssen erste Hilfe leisten. Machen wir mal Wunden heilen. Oh ne, warte mal. Untote abwenden. Das sollte unseren Ghoul-Freund eigentlich. Autsch. Töten. Oh Gott. Eieiei. Das war ein harter Kampf. Viel zu knapp für meinen Geschmack. Und ein Vorgeschmack im Grunde genommen. Auch nur für das, was da noch auf uns zukommt. Denn ganz ehrlich, Ghule und Bugaboo sind keine starken Gegner. Das sind eigentlich sind nervig bestenfalls, aber keine wirklichen. Oh mein Gott, Gegner. Da sieht man, das ist ein Bereich, in dem wir uns noch nicht aufhalten sollten. Viel eher sollten wir uns hier in Wildabar aufhalten. Aber ich erinnere mich gerade, der Wildabar ist auch verseucht mit Gegnern. Das wird knapp. Denn Ninjas haben sich ja niedergelassen. Ja. Ich kann nur hoffen, dass wir stabil genug sind, da ohne weiteres durchzukommen. Und ich will jetzt nicht rasten, weil sonst sind wir wahrscheinlich tot, weil vergiftet sollte man nicht rasten. Jetzt können wir auch schießen. Ninjas in Wildabar. Und die Blutwurzel ist der Laden, in den wir rein wollen, denn hier werden wir dann geheilt. Ah, sehr schön. Und wie günstig das ist. 70. Wow, schlecht. Vielen Dank, Blutwurzelmenschen. Und jetzt sind wir alle wieder da. Und hoffentlich auch mit allen Gegenständen intakt. Genau, gut. Sieht zumindest so aus, oder? Denn wir werden auch noch auf Gegner treffen. Und das ist das, was mich ein bisschen nervt jetzt. Die Gegenstände oder Ausrüstungsgegenstände vernichten können. Oder beziehungsweise kaputt machen können. Was sonst eigentlich nur beim Tod passiert, beim RIP, passiert dann bei diesen Gegnertypen. Selber sind sie eigentlich gar nicht so stark, aber sie können das halt und dementsprechend. Dann müssen wir Obsidian-Sachen reparieren und das wird teuer. Gehen wir doch zu Martins Grill erstmal. Zahlt vorne, spuckt hinten. Ihr wollt was, dann sagt es. Der Wirt geht. Hinterher schreien? Ja. Tja, das ist wilderbar. Ein bisschen wild. Das Gerücht des Tages lautet, Drachen lagern ihr Gold in der Höhle in den Mutantenbergen. Tja, wo sind die Mutantenberge? Im Eis. Da sind wir auch noch nicht. Nehmt einen Drink. Ups. Gutes Zeug. Bestimmte Nahrung hält länger als andere. Das stimmt. Denn wir kriegen hier zum Beispiel jetzt auch, nach Goblinsuppe gibt es jetzt Mantis Brei. Ein überraschend köstliches und nahrhaftes Mahl, das von den Hexen entwickelt wurde. Na, denen vertraue ich doch. Ein voller Rucksack reicht für 15 Tage. Wollt ihr es für 250 Gold? Klar. Die Goblin-Suppe hing uns schon aus dem Hals raus. Ja, nicht wirklich, so viel haben wir davon gar nicht getrunken, aber oder gegessen, aber... Goblin-Suppe. Wo ist die Waffenkammer? Ein Laden mit etwas besseren Gegenständen als in
Fountainhead sowieso und natürlich auch Wachbucht. Und das ist quasi auch die letzte Stadt auf dieser großen Insel, die ich die A-Insel nenne, weil sie von A1 bis A4 geht. Weiter aber auch nicht. Danach kommen noch die anderen Isles of Terror in den anderen Bereichen. Aber ich glaube, das hier ist auch die größte Insel sozusagen. Die grüne große Insel. Ein Einstiegsgebiet. Und hinter diesem Tor verbergen sich... sollten sich verbergen? Irre Zwerge! Tja, es gibt nie normale Zwerge in Might & Magic, die sind alle irre. Auch in Xeen. Aber sie sind eigentlich recht leicht zu besiegen. Und droppen mal ein bisschen Gold. Und dann gucken wir mal, wo wir uns jetzt hier bewegen können. Wird aber ein bisschen anders aufgebaut. Der dunkle Weg ist voll mit irren Zwergen. Traximus Super Wakasashi ist das kein Problem. Wir werden allerdings auch mal wieder hier einen Drachenodem einsetzen. Feuer! Nochmal. Ich spare mir das auf. Das sind alles keine Gegner, die das rechtfertigen würden eigentlich. Ich sag mal, Traximus muss einmal zuschlagen und dann ist der Gegner sowieso weg. So. Teilen wir es ein bisschen besser auf. Dreizack. Ja, aber Ghule sollte man nicht unterschätzen. Oh, Lapis Dreizack. Ja, können wir nicht wirklich bauen. Und da ist irgendwas hinter der Wand. Aufgestickte Symbole bedecken den Seidenbeutel. Schauen, was drin ist. Ja. Wassergehen-Rolle gefunden. Sehr gut. Das ist ein Spruch, den tatsächlich nur mal der Druide lernen kann. Also Gnoblo. 111 Gold waren auch drin. Und wenn man den nicht hätte, müsste man sich entweder teleportieren ins Wasser oder man müsste sich irgendwo einen Gegenstand besorgen oder einen Druiden halt holen, wie zum Beispiel Finnen aus Fountainhead, damit man überhaupt über das Wasser gehen kann, weil das ist elementar in diesem Spiel, dass man irgendwann mal über das Wasser geht und andere Inseln erkundet, denn fliegen kann man in diesem Spiel nicht, nur schweben, aber damit kommt man nicht übers Wasser. Das geht nur mittels Wassergehen. Also dafür ist der Druide dann praktisch. Nicht zwingend nötig, aber praktisch. Gut, und mir fällt gerade ein, ich nenne sie die A-Insel, eigentlich geht sie auch noch weiter in den B-Bereich. Und, ja, genau, also es ist die A-B-Insel. So, aber dann noch, hört's auf. Ja. So, was ist hier drin? Naturheilung. Okay, das ist auch was, was nur unser Druide lernen kann. Ein Kleidersack öffnen. 2000 Gold. Und wieder 2000 Gold. Das war der dunkle Pfad. Und hier hinter ist irgendwas. Mal gucken. Ein praller Lederbeutel. Und Gegenstände. Ein bisschen Gold und Gegenstände. Stahllederrüstung. Bernstein-Kamee. Das hier sind schon wesentlich bessere Gegenstände. Allerdings habe ich schon eine Stahllederrüstung. Nicht wahr? Gnoblo? Ne, eine Lapislederrüstung. Okay. Gucken wir mal, was. Beim zweiten Versuch kriegen. Eine Goldschleuder, ein Ebenholzschild, Silberhelm, Eisentiara. Nett, aber nicht so nett, dass ich es behalten möchte. Giftiges Kamee, ja super, das nehme ich doch mit. Ja, das würde uns wahrscheinlich vor Gift schützen, aber... So, das nehme ich nicht mit. Aber man merkt schon, die Gegenstände werden alle besser. Stahlhandschuhe. Mit Ebenholzstiefel. Nein, das nehme ich mit, das ist in Ordnung. Für das, Ebenholz ist, plus 4 und Stahl ist plus 4, also von daher, ich denke mal, viel Besseres werde ich hier nicht finden. Kein Platin oder Gold vielleicht im Extremfall. So, wir brauchen noch was hier. Unsere Zauberer Gnoblo braucht vor allen Dingen was. Meister Gnoblo. Wollen Sie andere Handschuhe haben? Oh ja. Und
Ebenholzstiefel. Können Sie eure Lederlatschen abgeben. Gut. Bernstein kriegt dann Klaub. Damit lohnt sich gar nicht, das Zeug zu verkaufen. Und dann ist er auch auf 30. Das ist ein guter Wert. So. Wilderbar, wilderbar. Du bist ja so wunderbar. Voller Ninjas. Oh, da ist noch einer. Oder zwei. Sie haben sich verdoppelt. Und was sagt denn Korak zu diesem Ort? Der Wilderbar-Ninja-Clan gewann die komplette Kontrolle über die Stadt, als die Zwerge, die einst hier lebten, von Tumult König Chaos als Söldner angeworben wurden, um Schloss Whiteshield anzugreifen. Ha. Nur die älteren Zwerge blieben, um die plündernden Oger ins Tal der Trolle zu jagen. Ach, da sind die abgeblieben. Hm. Also, König der Tumult hat quasi die Zwerge hier in den Kampf geschickt und dann kamen die Ninjas und haben die Lücke gefüllt, bis auf einige. Und die haben die dann, die Oger, ins Tal der Trolle gejagt. Wo auch immer das ist, kommen wir auch nochmal hin. Oh, wir sind einmal im Kreis gelaufen. Oh, Ninja-Kult, das ist ein... der Endboss in diesem Dungeon. Oh, wir können hier gar nicht durch. Aber wer ist denn hier? Bruder Gamma! Grüßt euch! Ich fürchte, ich kann wenig helfen. Beta erzählte mir von eurer Suche und ich kann euch sagen, dass der Name des Ortes, an dem die Muscheln sind, Regenbogeninsel lautet. Vielleicht kann mein Bruder Delta euch zu den Ufern dieser Insel führen. Ich sage ihm Bescheid. Gamma beugt sich herunter und flüstert in das rosa Ohr einer Fassmaus. Hm, was ist eine Fassmaus? Danach verschwindet die kleine graue Maus in einem Riss in der Wand. Wegen eines kleinen Missverständnisses mit dem örtlichen Ninja-Clan versteckt er sich in der Höhle unter der Stadt. Vielleicht hilft er euch. Nehmt dieses Schmuckstück und sucht ihn. Wieder eine Quatlü-Münze. Tja, und jetzt müssen wir hinab in die Höhlen von Wilderbar, um Bruder Delta zu suchen. Aber erstmal Ninjas, einen ganzen Haufen Ninjas. Und da setze ich doch glatt meinen Säure-Drachenodem ein. Der nicht viel bewirkt hat. Mist. Und wir sehen auch einen neuen Gegner. Ninjas sind eigentlich gar nicht so stark. Der andere, der da mit seinem dicken Maul, der ist schon ein bisschen heftiger. Der kommt jetzt gleich, ist der Chef dieses Clans. Ist der Lärm-Ninja. Und ich werde ihn mit Traximus angreifen und man hört ja schon. Das ist er. Und da ist er tot. Ja, das ist das Obsidian Wakasashi. Das haut einfach durch alles durch. Traximus hat sich quasi hier als Ninja verdingt gemacht. Ein großer Sieg. Krankheit heilen. Das ist für unseren Kleriker. Das ist Gift heilen, das ist auch von unserem Kleriker. Da können wir uns künftig selber vom Gift heilen. 5000 Gold gibt es hier nochmal. 3000 Gold. Und 120 Gold und 30 Edelsteine. Also, die hatten hier ein ganzes Sortiment. Unser Freund vom Ninja-Clan. Und hier ist nochmal ein irrer Zwerg. Oh, schnell weg. Schaumanns Magikarium. Schoamon der Zauberer. Viele mächtige Beschwörungen findet ihr in der Falkengilde. Sehr nützlich. Wollt ihr Mitglied werden? Ihr zahlt nur 1000. Ich hoffe Gott. Und dann sind wir auch Mitglied der Falkengilde. So, jetzt auf unseren beiden Experten hier. Und dann können wir jetzt eigentlich auch schon in die Magiergilde. Tumultkönig Chaos sucht die Kugeln der Macht. Beträchtliche Belohnung ausgesetzt. Ja, aber die Belohnung ist im Grunde genommen genau dieselbe wie
alle anderen Könige sie auch anbieten. Also von daher... ist nicht so wichtig. Die Zinnen ist die Trainingseinheit. Den Wilderbar. Hier ist die Gilde des Falken. Gut, gehen wir mal rein. Und finden hier Kraftschild. Kraftschild ist ein super Spruch. Diese magische Mauer absorbiert einen großen Teil des Schadens, bevor er den Charakter trifft. Yeah. Und er verhindert auch Statuseffekte, Veränderungen. Und Blitz ist auch ein super Zauber. Denn er schleudert einen Blitz gegen euren Gegner. Die Kraft hängt von der Eurigen ab. Monsterkern brauchen wir nicht. Krankheit und Stück brauchen wir nicht. Festsetzen, Frost. Ruf die eisigen Winde der gefrorenen Inseln, die einen Feind nicht gerade wenig peinigen. Okay. Sie peinigen nicht wenig. Sie peinigen viel. Gut. So einen Spruch nehme ich mit. So, Helden. Eine Aura der Größe überkommt den Charakter. Ihr werdet in euren gewählten Disziplinen vorübergehend besser sein. Nehmen wir auch noch mit. Habe ich zwar nie eingesetzt, aber wer weiß, für welchen harten Kampf wir das mal brauchen könnten. Und hier ist der Teleporter dieses Ortes, mit dem wir dann zurück können. Mit Heim oder See nach Fountainhead oder... Fountainhead oder wie ist der andere Ort auch nochmal? Wachbucht, genau. Und es ist Tag geworden. Das heißt, wir können was verkaufen. Feuerballstab. Aber er hat einen Feuerball drin. Und eine Lapis-Hammer-Axt. Drei bis 21. Okay. Okay, das hier ist schon... Das hier macht schnell. Plus 5 Tempo. Da würde ich fast sagen, dass die Hammer-Axt besser ist. Allerdings muss er dafür Schild und Speer ablegen. Ist schwierig jetzt für mich. Das ist eine zweihändige Geschichte, wenn ich mich nicht irre. Ja, Schild muss abgelegt werden, daran sehe ich schon. Das ist, was Zweihändiges ist. Da habe ich lieber den Rüstungswert mit dabei. Denn wenn ich das jetzt ablege, das Schild, bin ich auf 34. Ja, es geht ja noch. Man hat einen Obsidian-Gürtel gekriegt. Ah ne, noch ist mir das zu. Das lohnt sich für mich meines Erachtens noch nicht. Lapis Dreizack. Tut auch nicht viel besser sein. Nö, das ist Müll. Feuerballstab. Den kann ich unserer Zauberin mal geben. Die hat ja sowieso einen normalen Stab, also ist das auf jeden Fall schon mal besser. Lederstiefel verkaufen, Ledermantel verkaufen. Schild verkaufen. Ebenholz Langschwert verkaufen. Und diese beiden Hammeräxte verkaufen. Ich bin da ein bisschen vorsichtiger. Aber guck mal, wir können ein Obsidian-Schild für 10.000 verkaufen. Und das Wakasashi macht tatsächlich 53 bis 59 Schaden. Irre. Alle. Und da macht die Unterschiede zwischen einzelnen Waffengattungen schon gar keine, spielen keine Rolle mehr. Aber wie gesagt, jedes Obsidian-Messer oder Dolch ist besser als Diamant-Superschwert. Das ist aber ein Riesensprung. Was man allerdings auch braucht. Im Endgame. So, Feuerballstab. Endlich was Vernünftiges in der Hand. Und sie kann sogar noch... Wow, was anderes in die Hand nehmen. Sehr gut. Das heißt, da könnte ein Obsidian-Juwel rein oder sowas. Gut. So, wo waren wir denn jetzt noch nicht? Hier, Schoron der Seemann. Und Schorun sagt, legt 3000 Gold auf den Nordzeiger meines Kompass, meines magischen Kompass. Und ihr werdet Navigator zahlen. Nö. Ich weiß gar nicht wofür.
irgendwas? Ah, hier ist auf jeden Fall die Grube, in der wir nach unten kommen, in die Höhlen von Wildabar. Und hier ist auch nochmal was, nämlich hier Zabu der Starke. Ein starker Körper ist die beste Rüstung. Für 200 Gold zeige ich euch, wie ihr euch stärkt. Was meint ihr? Ja, und das ist ein Talent tatsächlich. Kostet nur 200 Gold. Und wir sind Bodybuilder. Und das gibt Plus auf die Trefferpunkte. Hack hat hier 133 jetzt. Und 140. Also der um die Stufe aufgestiegen. Und ich meine, das steigt auch mit der Stufe mit. Also muss man keine Sorgen haben, dass man das irgendwie jetzt schon verbrät. Kostet ja auch sowieso bis 200. Also kann so spektakulär sowieso nicht sein oder so. Großartig. Bodybuilder. 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 Und Finesse wird auch Bodybuilder. Alle werden Bodybuilder. Alle kriegen Muskeln. Yeah. So, und hier ist, Wildabar ist ein rauer Ort. Es ist Meister Kelsen. 500 Gold gebt ihr mir. Zu Waffenmeistern mache ich euch. Wollt ihr? Ja, und hier kann man den Perk, oder das Talent kriegen, hier Waffenmeister, das ein Ritter schon hat. So geben wir es noch den anderen. Und das erhöht nämlich ihre Wahrscheinlichkeit zu treffen. Wie auch immer das ausgewürfelt wird. Hat nichts mit der Genauigkeit zu tun, das ist irgendwie was anderes. Hat was mit der Schlagtiefe zu tun, die Schlagtiefe. Ja. Gut. Ich denke, dann haben wir Wildabar soweit durch. Und, ja, dann geht's bloß noch hier in die Tiefen. Vielleicht sollten wir uns, dass allen nicht so ganz gut geht, einmal rasten und dann mit frisch gestärkten Kräften hinabwagen in die Höhlen unterhalb von Wildabar. Denn wir haben schon ein bisschen was gehört von Zwergen und Trollen und Ogern und, ja, ich sag mal so, hier gibt es Gefängnis. Ja. Und, die erkunden wir dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Might & Magic. Ich bin Gibbolf Akadalmeister und sage, bis dahin.